Revelations. Ja, und damit ein herzliches Willkommen hier zu Let's Play Resident Evil Revelations. Ja, dies ist mein zweites Let's Play, was ich jetzt mit euch zusammen spielen möchte. Und ich freue mich echt auf dieses Spiel. Es gab viel Lob und bis jetzt wenig Kritik über dieses Horror-Action-Shooter-Game. Und ich bin ein riesengroßer Resident Evil-Fan, für die Leute, die es natürlich noch gar nicht wissen. Und ich würde sagen, wir starten auch mal direkt los, denn ich kann es eigentlich schon gar nicht erwarten, loszulegen. Ich freue mich auf jeden Fall riesig. Es wird bestimmt auf jeden Fall Überraschungsmomente geben, wo wir uns zusammen vielleicht erschrecken, vielleicht staunen werden. Wir wissen es nicht. Aber ich würde sagen, wir beginnen einfach mal ein neues Spiel und ich wünsche euch ganz viel Spaß. So, automatischer gespeicherter Fortschritt geht verloren. Möchten Sie fortfahren? Ja. Ich habe mal ganz kurz reingeguckt und aber ab da an spielen wir natürlich nicht weiter. Anfang war nicht schlecht, aber ihr wollt ja auch was davon haben. Und deshalb würde ich mal sagen, fahren wir einfach fort. Und dann geht er verloren. Und dann würde ich sagen, starten wir. Am besten nehmen wir mal den leichten Modus. Für den Anfang erstmal. Wir haben verschiedene Schwierigkeitsgrade. Außerdem kann man natürlich auch Resident Evil im Koop-Modus spielen. Genauso wie Dead Space 3. Man könnte also auch rein theoretisch ein Let's Play Together draus machen. Mal schauen, was noch alles machbar ist. Aber jetzt zocken wir erstmal zusammen hier eine Runde. Und ich wünsche euch natürlich dann auch ganz, ganz viel Spaß. Hey, Jill! Unglaublich! Die Queen Zenobia! Dass das Ding überhaupt noch läuft? Bring uns herum! Wir müssen an Bord kommen! Es sind 94 Minuten, seit Chris und Jessica nicht mehr auf dem Radar sind. Aber laut Interpolation der letzten Koordinaten sind sie... genau hier auf diesem Schiff. Ja, da sind wir auch wieder. Unsere erste Aufgabe ist es, dass wir Chris suchen müssen, der hier irgendwo auf dem Schiff ist. Wir spielen mit unserer bezaubernden Jill, die er natürlich auch aus den anderen Resident Evil Reihen... Spielereien kennt, und wir haben hier unseren Helfer, der uns hier ein bisschen begleitet, weil ich denke, alleine könnten wir gegen haufenweise Zombies, glaube ich, nichts ausrichten. Ich weiß es aber nicht, was uns hier auf diesem Schiff erwartet. Auf jeden Fall gibt es natürlich regulär kein Entkommen, weil wir sind hier mitten auf dem Ozean. Natürlich haben wir unser Schiff, mit dem wir gekommen sind, aber man weiß ja nie, was so passiert. Ich würde sagen, wir starten jetzt einfach mal. Und gehen mal hier die Treppe hoch. Hier sind Kisten, ein Container. Jill,
Alles bestens. Eine Glocke läutet. Ein Zeichen, dass das Schiff wahrscheinlich nicht unbewohnt ist. Wir scheinen irgendwas auch gerammt zu haben, aber ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall hat es die Glocke ausgelöst. So, der Eingang hier ist versperrt, aber ich denke, wir können ihn aufschießen. Und dann würde ich mal sagen, betreten wir mal das Schiff und schauen mal, was sich im Inneren befindet. So, oh, hier stinkt es. Ja, ne? Es ist schon eine Weile verlassen. Das kann man definitiv riechen. Es stinkt auf jeden Fall. Und wir haben hier ein Regal mit irgendwelchen verrotteten Lebensmitteln und Säcken, was auch immer da drin ist. Und der ganze Boden ist hier voller Schleim, was auch aus den ganzen Lüftungsschächten hier kommt. Ich bin ja mal gespannt, was uns hier so erwarten wird auf dem Schiff. Auf jeden Fall ist da schon ein Toter. Der sieht auch gar nicht mehr so lecker aus. Ich würde sagen, wir untersuchen den mal und mal schauen, was sich da so ergibt. Die Mannschaft ist tot. Wie ist das passiert? Gute Frage. Natürlich haben wir schon am Anfang ein leichtes bedrückendes Gefühl. Denn irgendwas ist definitiv hier auf diesem Schiff vorgefallen. Aber wir wissen halt nicht was. Irgendein Monster wird hier wahrscheinlich leben, wohnen, sich eingenistet haben. Und wir lassen uns einfach mal überraschen, welches es sein sollte. Hier haben wir noch einen Toten sitzen. Den können wir natürlich auch mal untersuchen. Ach, es riecht nach Verwesung. Ja, haben Tote so an sich. Hier hinten ist nichts mehr. Dann gehen wir mal einfach durch die nächste Tür. Mal schauen, was sich dahinter verbirgt. Okay. Habt ihr das gerade gehört? Ich meinte, ich hätte irgendwie ein Geräusch gehört. Da schon wieder irgendein Krabbeln in den Lüftungsschächten. Ich glaube, wir werden beobachtet. Da ist es schon wieder. Kann aber auch natürlich nur das Schiff sein. Was sagt denn unser Kollege dazu? Warte, er geht uns schön aus dem Weg. Er weiß ja, wir sind brandgefährlich hier. Keine Lebenszeichen. Irgendetwas ist hier. Ja, das Gefühl habe ich auch. Ich weiß nur nicht, was es ist. Wir gehen einfach mal durch die nächste Tür. Oh! Hey! Habt ihr das gesehen? Was ist los? Ich glaube nicht, dass wir allein sind. Habt ihr das gerade gesehen? Da war doch jemand. Ihr habt das auch gesehen, oder? Also ich habe mir das nicht eingebildet. Da ist irgendjemand weggelaufen und da ging eine Tür zu. Was haben wir hier? Ein Schleimfleck. Aber ansonsten ist hier nichts. Gehen wir mal weiter. Und wir gehen immer tiefer ins Schiff hinein. Was war das? Da ist irgendwas in den Lüftungsschächten. Irgendwas ist da. Aber reinkommen können wir da irgendwie nicht. Auch nicht hochklettern. Ich würde ja gerne mal nachschauen. Aber wir gehen mal weiter hier runter. Richtung Schiffsuntere Etage.
Und da kommt Blut raus. Links oder rechts? Wir schauen erstmal, was es mit dem Blut auf sich hat. Da tropft Blut aus den Rohren. Ja. Was war das? Freunde, wir sind nicht alleine. Sein Arm, so eine Mutation habe ich noch nie gesehen. Oha. So, wir schauen mal. Hier ist ein Aufzug. Können wir damit fahren? Kein Strom. Also auch kein Aufzug für uns. Ja, scheint nicht zu funktionieren. Dann gehen wir mal hier hinten rum. Da ist ein Aufzugsschacht. Mal schauen. Funktioniert nicht. Okay, dann müssen wir doch außen rum. Aha. So, weiter geht's. Da ist doch irgendwas. Ich höre es doch eindeutig. Irgendwas ist da. So, wir haben hier drei Spinte. Schauen wir mal, was sich dahinter verbirgt. Da ist schon mal nix. Was haben wir hier? Auch nix. Alle guten Dinge sind drei. Ah, eine Heilpflanze. Grünes Kraut können wir immer gut gebrauchen für später. Und hier geht's zur nächsten Tür. Ich bin mal gespannt. Scheint irgendwie ein Bordrestaurant zu sein, ein Schiff, eine Kantine für die Mitarbeiter. Und natürlich ist der Strom immer noch weg. Oh, meine Güte, hier ist ja... Ah, wie ich diese Spiele liebe. Dieser Überraschungsmoment. Ich muss da immer anfangen, drüber zu lachen danach. Aber ihr werdet, glaube ich, definitiv euren Spaß haben. Denn es kommen auf jeden Fall noch gewisse andere spannende, überraschende Momente, wo ich mich erschrecken werde. Das weiß ich jetzt schon. Aber als riesengroßer Resident Evil Fan müssen wir da durch. Denn ich will dieses Spiel bis zum Ende mit euch zusammen durchspielen. Und jetzt schauen wir uns mal hier diesen großen Sicherungskasten an. Ist kurz geschlossen. Ja, also kein Strom vorhanden. Aber dann frage ich mich, warum hier dieser Trish-Cola-Automat, Getränkeautomat hier leuchtet. Hier läuft der Strom noch. Ja, komisch. So, wir haben hier ganz viele Kisten stehen. Wahrscheinlich Lebensmittel. Hier eine Kaffeemaschine. Tabletts. Und da brennt Licht. Da scheint irgendwas drin zu sein. Hier ist auch eine Blutspur, die in das Zimmer reinführt. Wir schauen mal, was uns erwartet. Ja, wie ich es mir schon gedacht habe, alles tot, blutig und alles durcheinander. Hier liegt einer auf dem Tisch, ich denke mal, es wird der Koch sein. Ah, da
Das Gesicht ist total zermatscht. Hier sind noch die Kochtöpfe. Was haben wir hier? Dosen. Jill, sieh dir das an. Oh, ein blinkendes Etwas. Dann schauen wir uns das doch mal an, was es ist. Parker, hilf mir hier mal. Klar, kein Problem. Okay, auf drei. Oh, hopp, komm. Oh, oh. So, dann scannen wir mal. Ich hab da was. Glaube, eine Waffe. Und jetzt? Warte mal kurz.